Also beim Spargel. Geschält, hier hinten die etwas holzigen Enden abschneiden und ruhig mit ins Wasser rein. Dann haben wir die Zitrone. Zitrone empfiehlt sich vorher immer noch mal so mit lauwarmem Wasser abspülen. Einfach einmal kurz andrücken und mit rein. Salz, Zucker und jetzt hier ein ordentlicher Löffel Butter. Das Ganze jetzt zum Kochen bringen. So, den Spargel rein und die Enden ruhig mit ins Spargelwasser rein. Das gibt auf jeden Fall nochmal Geschmack. Den Spargel jetzt 7 bis 8 Minuten kochen. 7 bis 8 Minuten, dann nimmt man den raus. Dann kann man den quasi schneiden und zubereiten, wie man möchte. Entweder man kann den im Ganzen lassen. Wir können auch mal man kann auch eine Variante ausprobieren, indem man die Enden zum Beispiel klein schneidet. Prinzipiell finde ich es immer am schönsten, wenn man jetzt die Spitzen zum Beispiel ganz lässt. Und beim Anrichten kommen wir dann auch noch dazu. Der Spargel ist ja der König der Gemüse. Also der Sommerkönig, der Winterkönig ist ja sozusagen die Schwarzwurzel. Und beim Spargel achte ich zum Beispiel immer darauf, dass immer die Spargelspitzen zum Herzen zeigen. Und das zeige ich dann auch nachher gleich noch beim Anrichten. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de